Moin zusammen. Aus aktuellem Anlass mal wieder ein Grammatikvideo, und zwar heute zum Konjunktiv. Da habe ich im Sinn, eine ganze Reihe von Videos zu machen, weil das Thema Konjunktiv ein ziemlich umfassendes Thema ist, mit verschiedenen Verästelungen und Dingen, die daraus so resultieren. Heute haben wir den ersten Teil, Konjunktiv Präsens und Perfekt in Haupt- und Nebensätzen. Zunächst beschäftigen wir uns mal mit der Bildung der Form, was ja so in Latein immer mit das Wichtigste ist. Und wie üblich auf diesem Kanal erkläre ich zuerst die Bildungsregeln, wie sich diese Formen bilden. Und danach werden wir von jeder Konjugation ein Verb durchkonjugieren. Und da könnt ihr dann selber auch schon mitmachen, weil ihr die Bildungsregeln ja schon kennt. Das mache ich also ganz langsam und dann könnt ihr mit überlegen, welche Formen da wohl hinkommen. Also, die Bildungsregel für den Konjunktiv Präsens ist, bei Verben der A-Konjugation, A wird durch E ersetzt. Bei Verben aller anderen Konjugationen, es kommt ein A dazu. Bei Verben der konsonantischen Konjugation heißt das, das A ersetzt den Füllvokal. Ihr kennt das zum Beispiel bei dikere. Diko, dikis, dikit, dikimus, dikitis, dikund sind so die Präsensformen. Also Füllvokal viermal I, einmal U. Und bei Verben der konsonantischen Konjugation ist es also so, dass dieses A den Füllvokal dann ersetzt. Also das A wird direkt an den Präsensstamm angehängt. Soweit, so gut. Dann wollen wir mal in die Praxis einsteigen und ein paar Formen bilden. Dann nehmen wir einmal navigare, dann nehmen wir takere, dann audire, dann haben wir die A, die E und die I-Konjugation. Dann nehmen wir facere, dann haben wir auch noch die kurzvokalische I-Konjugation. Und dann nehmen wir noch dikere. So, ihr kennt die Endungen. Am Anfang lernt man OST, mustis, ente. Und schon beim Imperfekt lernt man, dass es häufig auch ist, MST, mustis, NT. Und damit sind wir jetzt in der Lage, all diese Formen zu bilden. Also navigare, A wird durch E ersetzt, also bekomme ich erstmal nicht navigar, sondern navige. Und dann packen wir die Endung dran, M. Naviges, naviget. Navigemus, navigetis, navigent. So, takere. Im Idealfall erkennt man an dem langen E auch noch, dass man in der E-Konjugation ist. Und dann sind wir hier im zweiten Fall. Es kommt ein A dazu. Take, das ist der Präsensstamm. Jetzt kommt eine A dazu, dann sind wir bei Takea. Und jetzt noch die Endung dran. Takeam. Takeas. Takeat. Takeamus. Takeatis. Takeant. Nun sind wir bei Audire. Das ist die I-Konjugation. Selbe Regel, es kommt ein A dazu. Audiam. Audias, Audiat, Audiamus, Audiatis, Audiant. Hier haben wir also einmal schon den Fall, das A ersetzt den Füllvokal. Auch die I-Konjugation hat ja in der dritten Person Plural den Füllvokal U. Da würde es heißen Audiunt. Und hier heißt es jetzt Audiant. Hier hat also auch das A den Füllvokal ersetzt. In allen anderen Formen ist es einfach dazugekommen. Jetzt sind wir bei facere. Der Stamm ist faci, kurzvokalische I-Konjugation. Da ist im Infinitiv das I nicht drin, aber im Stamm ist es drin.
Es kommt ein A dazu. Dann sind wir bei Fakia. Fakiam. Fakias. Fakiat. Fakiamus. Fakiatis. Fakiant. Und schließlich sind wir bei Dikere. Da ist der Stamm einfach dick. Und dann ist es, kommt ein A dazu, also die K, die Kam, die Kas, die Kat, die Kamus, die Katis, die Kant. Alle Formen, die wir jetzt gerade gebildet haben, waren Aktivformen. Konjunktiv, Präsens, Aktiv. Natürlich kann man das Ganze auch im Passiv machen. Zu diesem Zweck habe ich uns mal hier die Passivendungen aufgeschrieben in Rot. Or, ris, tur, mur, mini, entur. Und mit dem Or ist das ähnlich wie mit dem O. Das O fliegt manchmal weg und dann ist es nur R. Und dann bekommen wir Naviger, nicht Navigor wie im Indikativ, sondern Naviger, eben mit dem E für den Konjunktiv. Navigeris, Navigetur, Navigemur, Navigemini. Und bei allen anderen Formen läuft es im Prinzip genauso. Ja. Takear, Takearis, Takeatur, Takeamur, Takeamini, Takeantur, Audiar, Audiaris. Ihr kennt die Kapitelüberschriften. Ne? Also, wenn ihr jetzt geblickt habt, wie der Hase läuft, gerne Kapitel weiterspringen. Ne? Das ist so ein bisschen die Philosophie bei meinen Videos. Ich mache alles super ausführlich und mache aber dafür auch die Kapitelüberschriften, damit man immer so lange zuhören kann, bis man es verstanden hat und dann weiterklicken kann. Ich mache das ja aber noch zu Ende. Audiatur, Audiamur, Audiamini, Audiantur, Fakjar, Fakjaris, Fakjatur, Fakjamur, Fakiamini, Fakiantur, Dikar, Dikaris, Dikatur, Dikamur, Dikamini, Dikantur. Ja, einmal noch im Vergleich. Aktiv, MST, Mustis, NT und dann sieht es so aus. Passiv. Or, ris, tur, mur, mini, entur. Und dann sieht es so aus. Nun geht es ja neben dem Konjunktiv Präsens auch um den Konjunktiv Perfekt, also der Form noch nicht genug. Das machen wir auch noch vorneweg, bevor wir anfangen, uns mit der Verwendung zu beschäftigen und zu übersetzen. Konjunktiv Perfekt, mit welchem Verbstamm wird man denn bilden? Präsensstamm oder Perfektstamm? Was denkt ihr? Perfektstamm. Ne? Gut, dann ist das Kennzeichen für den Konjunktiv Perfekt eri. Und da pappen wir die Endungen dran. MST, Mustis, NT. Fertig. Das werde ich auch nicht für alle fünf Verben von oben durchgehen, sondern nur für eins, weil das Prinzip ja jedes Mal das gleiche ist. Ne? Also konjugieren wir vielleicht bei Fakere das durch. Fakere. Fakio, Feki. Hier ist der Perfektstamm. Ne?
Das ist die erste Person Singular Perfekt, wie sie immer in den Vokabeln steht. Das heißt, der Perfektstamm ist feg. Und dann haben wir feg, eri, em, also fekerim, fekeris, fekerit, fekerimus. Die Bindestriche kann man sich ja immer so vorstellen, ne? Auch wenn man dann später einen lateinischen Text liest, dann stellt man sich diese Bindestriche immer vor, ohne dass sie explizit da stehen. Fekerimus, Fekeritis, Fekerint. So, damit haben wir alle Formen erledigt des Konjunktiv Präsens aktiv, Konjunktiv Präsens passiv und Konjunktiv Perfekt aktiv. Vorwärts. Wenn es also darum geht, konjugier das einmal durch oder wenn es darum geht, bildet die zweite Person Plural, na, dann konjugiert man das einmal durch und greift die richtige raus, zum Beispiel, so als bewährtes Prinzip. Nun ist es ja beim Übersetzen, wenn man so in der Oberstufe ist oder Richtung Oberstufe geht und Lektüre macht oder etwas komplexere Lehrbuchtexte macht, wichtig zu erkennen, wo ein Konjunktiv ist. Wie kann man das jetzt erkennen? Nehmt euch mal einen Moment Zeit, drüber nachzudenken. Also für den Konjunktiv perfekt ist das easy. Eri. Verim, veris, verit, verimus, veritis, verint. Uerim, ueris, uerit, uerimus, ueritis, uerint. Eri ist eine Buchstabenkombination. Da hat man kein Problem, die zu erkennen. So viel zum Konjunktiv perfekt. Jetzt zum Konjunktiv Präsens. Naja, wenn da steht naviget, theoretisch sollte man das Wort navigare kennen und wissen, dass es zur A-Konjugation gehört. Die Praxis unterscheidet sich aber oft von der Theorie. Ja? Bei navigare werden es vielleicht die meisten noch erkennen. Bei dikere werden es hoffentlich die meisten noch erkennen. Ja? Aber wenn man die Grundform nicht auswendig weiß und auswendig weiß, welcher Konjugation es angehört, hat man da erstmal keine Chance zu wissen, ist es Konjunktiv oder nicht. Aber audiat, ia, das ist mal eine Eselsbrücke im wörtlichen Sinne. Audiat, ia, da ist der Konjunktiv eindeutig zu erkennen. Takeantur, ea. Vielleicht ist der Esel erkältet oder so und macht ea. Ja, also ia, ea. Das sind signifikante Hinweise auf einen Konjunktiv Präsens. Und meistens ist es so, in Texten, ein Konjunktiv bleibt selten allein. Also wenn in einem Satz, also die Sätze sind in der Lektüre meistens relativ lang und haben mehrere Prädikate. Und die Prädikate sind meistens formengleich. Das heißt, meistens ist es so, dass man so ein IA oder EA als Aufhängepunkt hat und anhand dessen weiß, okay, da ist jetzt was mit Konjunktiv im Busch. Wenn dann nebenbei noch irgendwie steht, irgendwie audiat, dicat, naviget, er soll zuhören, er soll sprechen, er soll segeln, dann sind das eben alles Konjunktive. So, damit habe ich auch gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, wie man einen Konjunktiv Präsens übersetzt.
Und zwar hatte ich da gesagt, er soll segeln, sprechen und zuhören. Also, wir haben ja jedes Mal die dritte Person Singular, also T, also jedes Mal er, sie, es. Und wir haben jedes Mal den Konjunktiv, also soll. Und ein zweiter Standardansatz, den man versuchen kann beim Konjunktiv, ist möge. Segeln, sprechen, hören, zuhören. Er, sie, es soll segeln, er, sie, es soll sprechen, er, sie, es soll zuhören. Jetzt gibt es allerdings eine kleine Gemeinheit beim Konjunktiv, auf die man wirklich dolle achten muss und die in Lehrbüchern auch meistens ein bisschen auseinandergemacht werden oder sogar auf mehrere Lektionen aufgeteilt werden aus diesem Grund. Es gibt den Konjunktiv im Hauptsatz und im Nebensatz mit zum Beispiel sehr häufig ut, ne oder cum. Der Konjunktiv muss nur dann anders übersetzt werden als der Indikativ, wenn er im Hauptsatz steht. Dann ist es möge oder soll. Machen wir vielleicht mal ein kleines Beispiel. Spero ut adveniat. Seitens adveniat. Das erste heißt, ich hoffe, dass er oder sie oder es herkommt oder herbeikommt. Wir haben den Konjunktiv nicht übersetzt, wir haben einfach Indikativ übersetzt. So macht man das bei ut. Ne und cum setzen. Beziehungsweise genauer gesagt, bei allen Subjunktionen, also bei allen Nebensatzeinleitungen, die mit dem Konjunktiv stehen. Und beim zweiten Satz haben wir keinen Nebensatz, schon weil wir kein Komma haben. Wir haben nur einen Hauptsatz. Er, sie, es möge oder soll herbeikommen. Auch möglich wäre es im Deutschen mit dem Konjunktiv 1 zu übersetzen. Er, sie, es komme herbei oder komme her. So, jetzt müssen wir noch über eine kleine weitere lateinische Gemeinheit sprechen. Die Nebensatzeinleitungen ut und cum gibt es auch in anderer Variante. Da treten sie auch relativ häufig auf. Also ut alt. Wie ut neu mit Konjunktiv, konjunktivische Nebensatzeinleitung. Das, so, das, damit, um zu. Das bedeutet, im schlimmsten Fall muss man tatsächlich auf das Verb gucken, um zu wissen, was ut heißt. Es liegt natürlich daran, wie die jeweilige Lehrkraft so die Texte und Aufgaben aufbaut, wie krass sowas auftritt, ne? Es kann aber auftreten. Gerade in der Lektüre, denke ich mal, wird es auch auftreten. Noch leider ein bisschen unklarer ist es bei cum. Cum mit Ablativ, mit, ja, zusammen mit Indikativ, also als Nebensatzeinleitung, aber mit Indikativ, wie das englische when. Also sobald oder immer wenn. Cum mit Konjunktiv, als da, weil, obwohl. Also sowohl ut als auch cum haben andere Bedeutungen, in denen sie aber auch als Subjunktionen fungieren, in denen sie auch als Nebensatzeinleitungen fungieren. Und da werden wir aber im Übersetzungsvideo, dass ich an dieses Video anschließt, dann den Schwerpunkt drauf legen, ganz viel ut und cum in allen unterschiedlichen Varianten
mit reinzunehmen, um dann auch zu erklären zu können, wie man sowas macht. Vielleicht können wir hier ein kleines Beispiel machen. Cum hodie sol luceat spero ut cum Marco ambulare possim ut iam dixi. Cum hier hinten ea. Ja? Konjunktiv. Eindeutig erkennbar. Schlussfolgerung: Cum ist das dritte aus der Liste, als da, weil, obwohl. Auf jeden Fall ist es eine Nebensatzeinleitung und wir rücken den hier so ein bisschen ein. Ne? Das ist dann Nebensatz erster Stufe. Dann kommt Spero. Spero hat keine Nebensatzeinleitung, gehört also zum Hauptsatz. So, dann kommt Komma ut, damit ist die Wahrscheinlichkeit schon bei 90%, dass es eine Nebensatzeinleitung ist, wenn ich höre. Possim ist Konjunktiv von posse, also definitiv Nebensatzeinleitung, das damit umzu. Komma ut wird nochmal eine Nebensatzeinleitung sein. Dixi, ich habe gesagt, Indikativ. Dann heißt ut wie. Leitet aber auch einen Nebensatz ein. Zweiter Stufe, zweiter Ordnung. Ach so, und cum Marco, auf Lateinisch gibt es ja nur Marcus und Marco ist der Ablativ, der zum Beispiel im Italienischen und dann auch im Deutschen zum Nominativ geworden ist, aber im Lateinischen war Marco mit einem O nur der Ablativ. Ja, also mit Markus. Na? Da heute die Sonne scheint, hoffe ich, dass ich mit Markus spazieren gehen kann, wie ich schon sagte. Wer ein richtig schönes Beispiel haben will, ein richtig schönes, krasses Beispiel, was so im Lehr-Lern-Kontext in der Schule nicht auftreten wird, wo ich mir mehr hier auf dem Kanal so einen Sport mache, das mal wirklich in allen Facetten durchzuexerzieren mit Nebensätzen und Konjunktiven, der sei auf das Video hingewiesen, ein Monstersatz bei Cicero. Wer also auf diesem Kanal nach dem Stichwort Monstersatz, eventuell noch nach dem Stichwort Cicero sucht, wird das Video sofort finden. So, und für diejenigen, denen das noch nicht genug Hand und Fuß hatte, was ich bis jetzt gemacht habe, mache ich das nochmal richtig in der Tabelle. Was kann ein Konjunktiv ausdrücken und wie ist er dann demzufolge zu übersetzen und auch in welchen Personen kommt diese Ausdrucksform vor? Man kann, also wenn man sich merkt, ein Konjunktiv Präsens im Hauptsatz übersetzt man mit möge oder soll, dann kann man damit schon durchkommen. Ja, also wenn dich das jetzt im Einzelnen nicht so interessiert, dann spring ruhig zum nächsten Kapitel. Aber wenn dich das interessiert, dann bleib auch gerne dabei. Also fangen wir an. Zwei Übersetzungen hatten wir schon, nämlich einmal möge und einmal soll. Möge, das ist das Motiv, ist ein Wunsch. Und etwas zu wünschen ist im Lateinischen optare und deshalb heißt das Ganze dann optativ. Kommt am häufigsten in der dritten Person vor. So, soll, das wäre am ehesten eine Aufforderung, ein Befehl, ein Gebot, also viel härter als ein Optativ. Befehlen auf Lateinisch heißt jubere mit Perfektstamm jus, IUSS. Und deshalb heißt diese Spielart des Konjunktivs jussiv, auch am häufigsten in der dritten Person vor. So, dann gibt es noch das Zweifeln an einer eigenen Entscheidung. Soll ich so, soll ich dies, soll ich das? Und überlegen, die Tätigkeit heißt im Lateinischen
De liberare, da kann man auch schön drüber philosophieren. Liberare heißt ja befreien. De liberare heißt überlegen, also irgendwie die Gedanken freisetzen. Und diese Spielart des Konjunktivs heißt damit der Deliberativ. Wir machen gleich noch zu jeder Spielart des Konjunktivs einen Beispielsatz, einen kleinen. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal frei und mache weiter mit den restlichen. Dann kann ein Konjunktiv auch noch bedeuten eine Ermahnung an die eigene Gruppe. Für ermahnen gibt es zwei Wörter im Lateinischen, nämlich einmal monere, ppp monitum, daher der Monitor, und hortari, heißt auch mahnen, warnen. Und deshalb heißt diese Spielart des Konjunktivs der Hortativ. Und als Ermahnung an die eigene Gruppe, in welcher Person wird der Hortativ wohl auftreten? Erste Person Plural, ne? Die eigene Gruppe, erste Person Plural. Dann kann man den Konjunktiv Präsens auch noch, oder Perfekt, auch noch einsetzen als Verbot, sozusagen als verneinter Imperativ. Und verbieten ist ja prohibere. Deshalb heißt diese Spielart des Konjunktivs der Prohibitiv. Also dieser Prohibitiv ist immer in der zweiten Person und hier gibt es eine Besonderheit, eine Zeitstufe zurück. Einen haben wir noch, nämlich den Potentialis. Potenz, Macht, auf Englisch Power, ne? Auch die mathematische Potenz heißt auf Englisch Power. Posse, Können. Potenzial, Möglichkeit. Ja. Potentialis ist etwas, was möglich ist, was sein könnte oder sein kann. Das ist ein Potentialis. Und zwar unabhängig davon, ob der Konjunktiv im Präsens oder im Perfekt steht, immer der Potentialis der Gegenwart. Ja, und der kann eigentlich in allen Personen auftreten. Die anderen Nennungen der Personen sind auch nicht exklusiv, ne? Also es kann auch mal ein Wunsch in der zweiten Person, ach, werdet ihr doch ruhig, zum Beispiel die Lehrkraft dann in der Oberstufe. In der fünften Klasse sagt man besser, so, Ruhe jetzt. Ja, aber in der Oberstufe kann man vielleicht auch sagen, ach, werdet ihr doch ruhig. Kann man vielleicht auch mal ein Optativ benutzen in der zweiten Person im Deutschen. Und das gibt es im Lateinischen auch. So, jetzt hatte ich noch Beispielsätze versprochen. Recyceln wir einfach den von oben. Adveniat. Er oder sie oder es. Er, sie, es. Möge herkommen oder herbeikommen. Kein bisschen anders als oben. Hier nehmen wir direkt denselben. Er, sie, es soll herbeikommen. Ja, was ist das denn jetzt? Woran erkennt man denn jetzt, ob das ein Wunsch ist oder ein Befehl ist? Naja, die römische Gesellschaft war sehr machtzentriert, sehr hierarchisch und man erkennt es einfach daran, wer es sagt. Wenn Julius Caesar sagt, adveniat, dann ist es ein Befehl. Außer es handelt sich um Kleopatra, dann ist es wahrscheinlich wieder ein Wunsch. Es geht um Hierarchie.
Wenn jemand auf der gleichen Ebene sagt, adveniat, dann ist es Wunsch. Und wenn jemand Höhergestelltes das sagt und nicht nur abstrakt höher gestellt, sondern in einem tatsächlich gerade stattfindenden Kontext höher gestellt, zum Beispiel der Soldat im Krieg und dann der Centurio oder General, wie das auch immer hieß, dann ist es ein Jussiv, dann ist es ein Befehl. Das zum Ersten und zum Zweiten, wenn du jetzt zum Beispiel im Lehr-Lern-Kontext in der Schule unterwegs bist, dann mach dir da nicht so viele Sorgen. Es ist schon wichtig, den Konjunktiv zu erkennen und zu berücksichtigen beim Übersetzen, ob man dann möge oder soll nimmt. Da dürfte dann schon honoriert werden, dass man den Konjunktiv erkannt und halbwegs angemessen übersetzt hat in beiden Fällen. Hoffe ich. Deliberativ. Omnia narem annihilticam. Narrare erzählen, dicere sagen. Ganz hilfreich ist das immer, sich erstmal die Formen durch die Indikativformen zu ersetzen und zu überlegen, wie man es dann übersetzen würde. Omnia narro annihil dico. Das ist einfach. Erzähle ich alles oder sage ich nichts? Omnia narem annihil dicam. Soll ich alles erzählen oder soll ich lieber, kann man gerne auch noch einfügen im Deutschen, nichts sagen? Als nächstes haben wir den Hortativ Canthemus. Lasst oder etwas altmodisch, lasset uns singen. Solche Ermahnungen sind gemeint. Eine Ermahnung, eine Aufforderung an die eigene Gruppe. Ermahnung ist nicht immer wir, 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 sondern lasst uns singen ist auch in dem Sinne eine Ermahnung des predigenden Menschen an die Gemeinde. Ne timueris. Hab keine Angst. Ne cantaveritis. Was heißt das? Als Antwort auf den Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Gemeinde. Singt nicht. Singt bloß nicht. Ja? Ne cantaveritis. Dass ihr mir bloß nicht singt. Also gerade in der zweiten Person Plural ist der Prohibitiv immer ganz gut daran zu erkennen, dass er so ein bisschen klingt wie eine Krankheit. Ja? Das hier im Plural, ne timueritis, habt keine Angst, ne cantaveritis, singt nicht, klingt immer wie so eine fiese Halsentzündung oder so. Okay, das singen dann vielleicht auch. Aber lassen wir das, gehen wir zur Möglichkeit, zum Potentialis. De latine deliberare vobis usui esse existimaveritis. Ihr dürft, könnt, schon kann man im Deutschen schön einfügen, glauben oder einschätzen, glauben, dass. Also den Konjunktiv Potentialis haben wir übersetzt und könnten eigentlich jetzt sagen, den Rest schenken wir uns, aber naja. Der restliche Satz ist ja auch noch da. Aliqui usui esse, jemandem nützlich sein. Na, Dativ des Vorteils und des Zwecks. De latine deliberare, über Latein nachdenken oder nachzudenken, dass es euch nützlich ist, über Latein nachzudenken. Inhaltlich kann ich das zum einen voll unterstreichen, aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber ich denke, je mehr man etwas versteht, desto größer ist die Chance, dass es am Ende Spaß macht. So. So. Was haben wir jetzt alles gemacht? Formen gebildet haben wir. Einzelne Formen. Liste runterrattern, vielleicht aufschreiben und die richtige rauspicken. Ist witzigerweise oft einfacher.
Erkennen des Konjunktivs, vor allen Dingen Präsens. Wer erinnert sich an die Eselsbrücke? IA und EA. Verwendung und Funktion des Konjunktivs haben wir gemacht. Übersetzung des Konjunktivs haben wir bis auf einzelne kleine Beispielsätze noch nicht gemacht. Aber ich wollte auch immer aufhören, so lange Videos zu machen. Länger als eine halbe Stunde ist so, wenn man sich das anhört. Beim Video besteht ja leider nicht die Möglichkeit der Interaktion. Man kann ja nicht miteinander reden, sondern es ist ja zwangsläufig frontal. Du siehst mich, ich sehe dich nicht. Und deshalb denke ich, dass vielleicht eine halbe Stunde reicht. Und dann mache ich mal noch ein zweites Video speziell zur Übersetzung des Konjunktivs. Bis hierhin hoffe ich, dass es euch allen gefallen hat und was gebracht hat. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, abonniert ihn. Bis zum nächsten Mal.